Je nachdem, wie du zusammenkommst, du wählst mich ja, erklärst dann, hey, wir haben ein geniales Shoppingportal, das macht im März auf und da verteilen wir Gutscheine für dieses Portal, um dieses Shoppingportal bekannt zu machen. Ja, 50 Euro Gutscheine kannst du dagegen Rabatte einlösen auf dem Portal. Brauchst du nur deine Daten da aufschreiben und ich verständige dich dann, wenn das Portal eröffnet hat, dann fällst du durch, wenn es ausgeführt sagt, reist du aber, gibst dir einen Teil davon. Wo die 50 Euro Voucher hat und du seine Daten kosten selber daheim registrieren und wenn das Portal wieder offen ist, dann machst du einen Termin aus und erklärst dann genau, wie er seinen Gutschein einlösen kann. Das Geile ist, du hast schon wieder einen neuen Termin und kannst damit her, hey, interessiert es dich da, dass du Leute damit verdienst. Was du natürlich nur sagen kannst, ist, du, und glaubst, hast du fünf Feinde, die es auch interessiert, dass du einen genialen 50 Euro Gutschein hast? 50 Euro geschenkt? Was? Nein, beim ersten Termin schon. Beim ersten Termin, wenn du dann siehst, du, warte, ich habe gerade mal 5 eingesteckt. Da, wenn du 5 aus 3 Punkten in 2 Tagen gibst, deine Leute, lass es ausfüllen, wo du denkst, die wollen einen Gutschein einlösen. Und dann treffen wir uns in 2 Tagen und dann gibst du die Abschnitte und fertig. Wichtig ist immer, einen Termin ausmachen. Termin immer fixieren, ist ganz wichtig, weil dann hast du schon einen Termin mit dir, weil jetzt Gutscheine geben und dann, was dann lauten sich für Missgewinn. Weil du musst keinen klar machen, hey, das sind 50 Euro. Wenn 50 Euro am Boden liegen, nimmst du es auch, wenn er sagt, hey, weißt du, der Gutschein, sag ich, hey, nimmst du 50 Euro, wenn es am Boden liegt, nimmst du es auch und dann sag ich, sicher. Und genauso machst du das mit den Gutscheinen, es muss ein Wert haben, das zeigt. Und das ist ganz wichtig und da, hast einen Gutschein und wenn du dann ihn registriert hast und registriert seine 5 Leute mit ihm am Computer unter ihm, dann brauchst du nicht glauben, ob es irgendeine Frage gibt, ob der mitarbeiten will. Weil wenn du dann erklärst, so verdiene ich mehr Geld, schlage ich damit die Uhren. Und dann kann ich mal weiterreden, kann ich mit dir schauen, so und so funktioniert das. Und da kannst du beim Business, das explodiert in alle Richtungen. Mittlerweile haben wir 1 Million Kunden, exportieren ohne Richtungen, du kannst dabei sein mit Hassen 50 Euro. 49, dass man nicht übertreiben kann. Und der war zusätzlich. Du musst ja mal aber dann auch noch schreiben, dass er die E-Mail bestätigen muss. Natürlich, das mache ich noch. Ich schreibe nicht die E-Mail bestätigen, Zeitpunkt fertig. Bei Telefonnummer hast du? Schreibst du noch eine SMS oder? Ich schreibe eine SMS oder WhatsApp, schreibe bitte deine E-Mail von Conligos bestätigen, dann ist dein Gutschein freigeschaltet. Ich informiere dich weiter, wenn die Plattform offen ist. Okay, fertig.